gleich in den TV Berlin Nachrichten. Berliner Senat verständigt sich auf Finanzhilfen für Bars und Kneipen, gesonderte Quarantäneregeln für Mitte und Neukölln und Gastwirt scheitert mit Entschädigungsklage vor Gericht. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am 13. Oktober 2020. Der Berliner Senat hat sich am Dienstag auf Hilfen für Gastwirte verständigt, die wegen der Sperrstunde Umsatzeinbußen zu vermelden haben. In dem Beschluss ist von insgesamt etwa 2500 Kneipen und Bars die Rede. In Ausnahmefällen sollen auch Einzelhändler in Spätverkaufsstellen Anträge stellen dürfen. Restaurants, die einen Großteil ihres Geschäfts vor der Sperrstunde machen, sollen von dieser Finanzhilfe keinen Gebrauch machen können. Das Programm soll zunächst so lange laufen, wie die Sperrstunde beschlossen ist, die bisher auf den Oktober begrenzt ist. Der Senat ließ eine Verlängerung offen, wenn sich die Pandemielage nicht bessern sollte. Final beschlossen wird das neue Hilfspaket aber erst am Mittwoch nach dem Treffen der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin. Aufgrund zuletzt stark gestiegener Infektionszahlen in den Bezirken Mitte und Neukölln werden nun gesonderte Quarantäneregeln eingeführt. Nach Angaben der Bezirksämter muss eine Quarantäne nicht mehr in jedem Einzelfall vom Gesundheitsamt angeordnet werden. Betroffene Personen seien nun grundsätzlich dazu verpflichtet, sich selbst in Isolation zu begeben. Diese neue Regelung gelte für Menschen, die positiv auf das Virus getestet wurden, sowie deren direkte Kontaktpersonen. Personen, bei denen ein Corona-Test angeordnet, aber noch nicht durchgeführt wurde, seien ebenfalls davon betroffen. Grundlage der neuen Regelung ist die sogenannte Allgemeinverfügung, die das Gesundheitsamt Mitte erlassen hat. Den Angaben zufolge sollen die neuen Verfügungen ermöglichen, noch schneller gegen die Verbreitung des Virus vorzugehen. Das Berliner Landgericht hat am Dienstag die Klage eines Gastwirts auf Entschädigung abgewiesen. Der Kneipenbesitzer aus Charlottenburg hatte geklagt, weil er wegen der Corona-Pandemie wochenlang schließen musste. Der Wirt verzeichnete Umsatzeinbußen von rund 40%. Bei der Klage handelt es sich um den ersten Fall zu Entschädigungsansprüchen wegen der Corona-Krise. Die Gastronomie Berlins ist von den Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus besonders betroffen gewesen. Restaurants und Kneipen mussten Mitte März komplett schließen und durften erst nach knapp 2 Monaten wieder öffnen. Der Netzbetreiber Strom Berlin erhöht zum kommenden Jahr die Strompreise. Die Kilowattstunde soll dann 6,5 Cent kosten, anstatt wie bislang 5,8 Cent. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Außerdem erhöht sich der Jahrespreis für den Betrieb eines klassischen Zählers um 19 Cent auf 8,44 Euro. Für einen durchschnittlichen Berliner Haushalt bedeutet dies in der Summe eine Erhöhung von rund 14 Euro pro Jahr. Hintergrund der Preiserhöhung seien hohe Investitionskosten ins Verteilernetz. Deutschland muss bis 2035 CO2-neutral sein, um das Ziel des Pariser Klimaabkommens einhalten zu können. Das geht aus einer am Dienstag vorgestellten Studie des Wuppertal-Instituts im Auftrag von Fridays for Future hervor. Ziel war es, die in Deutschland notwendigen Maßnahmen zur Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels zu erforschen. Diese Ergebnisse liegen nun vor. Es gibt nicht die eine Königstechnologie, nicht das eine Königsinstrument, sondern wir müssen in allen Sektoren Maßnahmen ergreifen. Das ist der vor allen Dingen im energiewirtschaftlichen Bereich der deutliche Ausbau der erneuerbaren Energien. Das ist im Industriebereich eben der schnelle Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft, das Schließen von Kreisläufen. Das ist im Bereich der Gebäude die Erhöhung der energetischen Sanierungsrate. Und es ist im Verkehrsbereich tatsächlich die Städte attraktiver zu machen für den Fuß-, Radverkehr und den öffentlichen Personennahverkehr, um nur einige wenige Maßnahmen zu nennen. Aber dahinter sind noch viele andere, die man zusätzlich umsetzen muss. Insofern muss man gleichzeitig an vielen Baustellen arbeiten, um diese Chance noch zu haben, bis 2035 CO2-neutral werden zu können. Das Berliner Corona-Warnsystem aus 3 Ampeln zeigt wieder 2-mal rot. Neben der 7-Tage-Inzidenz liegt nun auch der Reproduktionswert über der kritischen Marke und damit bei 1,2. Die Gesundheitsämter meldeten 252 neue Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden. Gleichzeitig gelten 245 weitere Patienten als genesen. Die Corona-Zahlen sind insgesamt etwas langsamer gestiegen als noch vor einer Woche. Die Lage bleibt jedoch weiter angespannt. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich insgesamt 18.327 Berliner mit dem neuartigen Coronavirus infiziert.
Mittlerweile haben 8 der 12 Stadtbezirke den kritischen Schwellenwert von 50 Infektionen auf 100.000 Einwohner überschritten. Auf ganz Berlin gerechnet ist dieser Grenzwert weiter gestiegen und liegt nun bei 62,6. Ab 50 Neuinfektionen gilt eine Region als Risikogebiet. Das gelte laut dem Robert-Koch-Institut nun auch für Berlin. Kommen wir nun zu den Wetteraussichten. Heute Nacht bleibt es bedeckt. In der zweiten Nachthälfte zieht Regen auf. Die Tiefstwerte sinken auf 8 Grad. Morgen, am Mittwoch, erwartet uns ein teils kräftiger und länger anhaltender Regen. Die Tageshöchsttemperaturen klettern in Berlin auf 11 Grad. Dabei kommt es zu kalten und teils stärkeren Windböen. Am Donnerstag lässt der Regen etwas nach. Es bleibt bei maximal 12 Grad, aber weiterhin stark bewölkt. Am Freitag lockert der Himmel etwas auf und das Thermometer steigt auf maximal 11 Grad. Am Samstag bleibt es überwiegend trocken, die Sonne zeigt sich aber so gut wie gar nicht. Es bleibt frisch bei Höchstwerten von 10 Grad. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und bis morgen.